Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelb Edition. Wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben und nun waren wir uns doch weiter vor. Diesmal mit meinem richtigen Spielstand. Oh, hatte ich schon gegen den gekämpft? Anscheinend. Tja. Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich den Kampf natürlich noch gemacht. Ach, was soll's. Diesmal haben wir meinen richtigen Spielstand mit meinen lieben Pokémon. Habe ich schon 6 Pokémon wirklich gefangen? Nee, wenn dann habe ich höchstens 6 Pokémon im Team, ja. Quatsch, im Pokédex. Glaube ich doch, du bist, ne? Nee? Im Besitz habe ich 6? Welche Pokémon habe ich denn im Besitz? Ach so, deswegen. Siehst du, dann können wir eigentlich gleich mal gucken, wie die Achsen stehen. Die du am Ende nicht. Ich kann nach oben. Tausch damit. Dann. So. Perfekt. Was haben wir hier? Kein Typen? Das ist ja merkwürdig. Aber so ist. Du bist denn coming. Aber du, stopp! Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Ich will ja auch keins. Ja, naja, gut, ich will eigentlich keins deiner Fossilien, aber wenn du unbedingt kämpfen willst, habe ich kein Problem damit. Kämpfen wäre, glaube ich, ein bisschen fatal mit Safcon. Ich setze Mondattacke ein. Wir haben immerhin noch Hornattacke, mein Liebe. Doppelkick. Gut, wollte ich sowieso nicht einsetzen in diesem Kampf. Jedenfalls nicht gegen dieses Pokémon. Auch okay. Los, Slimer hätten wir besiegt. Wunderbar. Na, Safcon hätte ruhig ein Level absteigen können. Na gut, ja. Habitat, irgendwer muss erleiden. Aber ich weiß, du opferst dich ja gerne. Oh, Verteidigungswert sinkt. Ja, klar. Irgendwann musst du Tackle oder sonst was einsetzen. Dankeschön. Hornattacke. Boah, ging sie daneben. Na ja, dann haben wir ja einen guten Fluchtwert. Level 9! Oh ja. Wir wollen natürlich wechseln. Ach, leider müssen die Pokémon hier. Genau aus diesem Grund. Obwohl, wenn mein weibliches Nidoran bereits schon so eine gute Verteidigung hat.
Können wir ruhig mal mit unserem männlichen antreten. Na, ein bisschen Gegner. Aber ich glaube, ich sollte jetzt mal einen Trank einsetzen. Vielleicht welche ich habe. Oh ja, zwei Stück. Passt doch. Verdammt, da fällt mir ein. Da fällt mir ein, ich habe meinen Stoppuhr gar nicht gestellt. Das ist natürlich die große Frage, wo habe ich mein Handy gelassen? Anscheinend wieder irgendwo und nirgends. Ach mein Gott, zur Not schaue ich mal ab und zu mal auf. So, welches nehmen wir? Welches nehmen wir? Fällt schon gehen wir weg. Ich will das hier. Du hast mein Pikachu weggeschubst. Das mag ich gar nicht. Hallo. Lalalala. Da muss man schon wieder ein Zubat auf den Keks gehen. Oh, wat? Wat? Mann, ich möchte doch bloß fliehen. Aber gehst du mir auf den Keks? Bleib auf der Stelle stehen. Wer kommt denn da? Das, was hier gehört, Team Rocket. Gib lieber auf und bekämpfe uns nicht. Oh ja, Team Rocket. Jesse James. Spike, erledige das doch mal. Natürlich nicht so. Oh ja, das können sie natürlich. Ich bin Retter, nicht das Pickelein, weil ich nichts anderes kann. Oh ja, leiden musst du aber. Sagt man dann gleich Level 10. Gut, fürs erste reicht's. Au, sie, jetzt war auf den Sack. Oh, ich habe keine Tränke mehr. Und ich möchte nicht unbedingt, dass so der Pikachu drauf geht. Ja, setz ruhig ruhig ein. Ja, meinst du, ich bin jetzt beeindruckt? Ich meine, wovon träumst du nachts? Nee, wir bleiben lieber nochmal bei Nidoran, männlich. Alleine aus Sicherheitsgründen. So, jetzt kann ich es noch dreimal einsetzen, nicht wahr? Nee, aber so mehr mal. Ich weiß nicht, was Doppelkick abziehen würde. Aber ich glaube, wir probieren es einfach mal. Okay. Es sieht definitiv weniger aus als gedacht. Okay. Dann machen wir halt weiter mit Hornattacke. Wir müssen es ja bloß ein bisschen runterkriegen.
Den Rest macht der Spike. Joran, du hast super gekämpft. Oha. Level 16! Ah ja, dieses... Hey, Safkon entwickelt sich. Zu einem wunderschönen Smetbo! Und Konfusion. Wie Rocket, so schnell wie das Licht. Naja, den Spruch kennen wir. Ich müsste mal Chris ansprechen. Vielleicht macht er mir wieder ein hübsches Bildchen. Weil ich so nebenbei verwenden könnte. Aber wir machen uns jetzt mal auf den Weg nach Azuria City. Und das nächstgelegene Pokémon Center brauchen wir. Ja, wir gucken erstmal gleich, wie glücklich unser Pikachu ist. Denn das ist vor allem am wichtigsten jetzt. Dankeschön. Na? Ah, es scheint glücklich genug zu sein. So. Ablegen. Nidoran bleiben. Na, wir brauchen Wabi-Tag noch. Leider. Hier wollte ich doch rein. Na? Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam gehalten und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Würdest du dich um dieses Bisasam kümmern? Oh ja. Wir kümmern uns um dieses Bisasam lieben gerne. Gary Mom? Nein, das ist ja Ricardo Mäuschen, ne? Sag mal, was du gefangen hast. Okay, wenn du das unbedingt haben willst. Schätz mal, ein Habitat? Setz eingesetzt ein Habitat ein? Schau mal, ich habe ein Smetbo. Wie gefällt dir das? Oh, du setzt ja früh in Schlaf. Das ist ja ordentlich gemein hier, ne? Smetbo! Aber ich weiß, du trägst es mit Fassung. Oh ja. Jetzt geht Smetbo leider drauf. Was soll's? Bisasam! Was kann dieser sagen? Sehr gut. Sehr gut, um zu trainieren. Donnerstag. Da können wir nicht viel ausrichten. Lasagne-Samen. Ist ausgewichen. Ist ausgewichen. Oh ja. Oh oh. Wenn man sein Partikel hier anrichtet, oh, bringt ja gar nicht viel.